zum Nächsten gehen. Da wird behauptet, er ernähre sich von Trollen und Kaugummi. Er hat den Arschtritt zur Kunstform erhoben, deswegen bleibt übersetzen und begrüßt Zombie. Ganz wunderbar. Schwarzgeld zuschiebt. Piraten, klar machen, so
weiter zur Vorgeschichte. Irgendwann, so ein Heiligabend, nahm die ganze Geschichte in den Medien mächtig an Fahrt auf. Die investigativen Journalisten des Axel Springer Verlages deckten nämlich auf, dass der neue Mann von Bettina Wulff, dem all dies zur Last gelegt wurde, inzwischen seit anderthalb Jahren das Amt des Bundespräsidenten innehatte, was mir bis dahin gar nicht aufgefallen war. Er scheint ein politischer Leisentreter zu sein, denn viel hatte man von ihm nicht wahrgenommen. Nur ab und zu gab es im Boulevardteil der Bild-Zeitung eine Fotostory über Bettina Wulff und ihren neuen Mann. In Bayern hat man sich gewundert, wie mir als Niedersachse entgehen konnte, dass der Wulff Präsident geworden war. Wie zum Teufel sollte ich es als Niedersachse mitbekommen? Denn eine ganzseitige Anzeigenkampagne in den Zeitungen, der nächste Bundespräsident muss ein Niedersachse sein, hat es nie gegeben. Im Karneval dichteten die Jecken, Frau Merkel machte ihren Konkurrenten mal eben schnell zur Präsidentin. Aber von wem schnell? Die Wahl von Wulff zum Bundespräsidenten dauerte geschlagene 9 Stunden und brauchte 3 Anläufe. So holperig ist noch kein Bundespräsident in sein Amt gestartet. Da hatte Herr Maschmeyer wohl vergessen, eine anonyme Anzeige in der Wochenzeitung des Deutschen Bundestags zu schalten. Wulff distanzierte sich von der Position Özkans und erklärte,
In niedersächsischen Schulen werden christliche Symbole, insbesondere Kreuze, seitens der Landesregierung im Sinne einer toleranten Erziehung auf Grundlage christlicher Werte begrüßt. Das ist Integrationspolitik aller CDU. Erst eine Quotenmuslime zur Ministerin berufen, um ihr anschließend einen Maulkorb zu verpassen. Eine Vorzeigemigrantin mit eigener Meinung, das geht Herrn Wulff und der CDU wohl zu weit. Wie bei Frau Ministerin Metzger ging es Wulff auch bei seiner diesjährigen Neujahrsansprache als noch Bundespräsident nur um schöne Bilder und nette Schlagzeilen in den Medien. Hier geriete sich Wulff als familiärer Präsident einer modernen multikulturellen Gesellschaft inmitten von Menschen unterschiedlichster Hautfarbe und Herkunft. Authentisch vermochte er dabei nicht zu wirken, denn Urlaub machte er lieber bei seinen Freunden, den reichen deutschen Aufsichtsräten deutscher Versicherungskonzerne. Denn zwischen Weihnachten und Neujahr schalteten die Medien auf Angriff. Es handelte in einem Fort Enthüllungen, Anschuldigungen und Entgleisungen zwischen der Springer-Journalie und dem Präsidenten. Was für ein Scheißpräsident, der Wulff hat uns das ganze Weihnachtsfest versaut. Genau, das kommt doch erschwert hinzu. Der Rubikon wurde bereits Mitte Dezember, am Anfang der Affäre Wulff, durch Drohungen auf den Mailboxen der Springer-Oberen überschritten. Die Kriegserklärung des Bundespräsidenten gegenüber der Bild-Zeitung war ein politisches Selbstmordkommando. Sie zeugt von medialer Instinktlosigkeit und von einem merkwürdigen Verständnis von Pressefreiheit, die ein so wesentliches Grundrecht unserer Demokratie ist. Der Teufelspakt mit der Springer-Presse, der Wulff bisher wohlwollende Berichterstattung in der Bild-Zeitung im Tausch gegen Neo-Exklusivität gesichert hatte, war zerbrochen. Die Geister, die er einst rief, wurde er nun nicht los. Jetzt zeigten sie uns die dunkle Seite der Macht. Anstelle einer Bundespressekonferenz folgte daher auch ein Talk im Elfenbeinturm mit zwei Journalisten der langformen Systemmedien, mit vorher abgestimmten Fragen. Und hier versuchte Wulff, live und in Farbe, einen aberwitzigen Zaubertrick. Er stellte sich selbst als Opfer dar und beharrte auf einem Grundrecht, das wir Piraten sehr gut kennen. Dem Recht auf Privatsphäre. Privatsphäre? Nein, Herr Wulff, das nehmen wir Ihnen doch nicht ab. Wo war denn unser Bundespräsident, als es um die Vorratsdatenspeicherung ging, die die Privatsphäre aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Land untergräbt? Und Kredite über Strohehefrauen, reicher Unternehmer und ohne Grundschuld.
In Russland, so ein Korrespondent der internationalen Frühschock am 8. Januar, wäre es gar nicht schlimm, wenn Politiker Geld abgreifen würden, solange sie der Partei gegenüber noch loyal und integer blieben. In den Dimensionen von 500.000 Euro würde ich jeder Bürgermeister abzahlen. Und dann gewann Wolf sogar noch einen Moralvergleich mit Bunga-Bunga-Präsident Berlusconi. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bundespräsident. Und Sie haben wirklich völlig kaputte Freunde in Mainz. Mein Vorschlag, folgen Sie doch Ihrem Parteifreund Karl Theodor zu Württemberg. Wandern Sie doch in die USA aus. Dort wird er jetzt gerade einen Präsident gesucht. Sind Sie wahrscheinlich nicht trinkfest genug und für Italien haben Sie wahrscheinlich nicht das nötige Stehvermögen. Aber die kritischen Stimmen behielten die Oberhand. Der neue Mann von Bettina Wohl wurde im ersten deutschen Fernsehen gleich dreimal durch die Jauche gezogen. Denn kaum war eine Angelegenheit besprochen, da wulfte es schon wieder. Und am Ende kam dann noch der Staatsanwalt. Die Fülle der peinlichen Einzelheiten, wie das Ehepaar Wulff sich ohne jeden Anstand von sogenannten Freunden in sein Jet-Set-Leben einladen ließ und damit das höchste Amt im Staat schnell beschädigte, möchte ich uns insbesondere nach dem Rücktritt hier ersparen. Fest steht, am Ende blieb das Bild eines verschlagenen Schnäppchenjägers, der sich von Versicherungsmagnaten und windigen Salonprüfungen aushalten ließ und noch nicht einmal seine Sauftouren auf Sylt aus der eigenen Tasche bezahlte. Der Anonymous-Präsident hat sein Amt mit einem Rollenspiel verwechselt. Sein Präsidenten-Avatar gehörte zum Volke Springer. Und als sein Zauber sich gegen ihn kehrte, als seine Maske fiel und seine Cheats offenbar wurden, mutierte er zum Bot der Bild. Und zum Spott der Bild. Doch das Spiel hatte ihn süchtig gemacht und hielt ihn so lange auf Castle Wolfenstein gefangen, bis sein Rufwert vollends ruiniert war. Erst als der Verlust seines Immunitätsbonus drohte, und es für ihn auch im Real Life gefährlich wurde, lockte er sich schließlich aus. Für uns Bürger bleibt nur eine leere Hülle, eine Präsidentenverpackung ohne Inhalt, eine stumme Vogelscheuche der Demokratie. Denn auf unserem politischen Level, in unserer piratigen Politikmatrix, reicht es eben nicht aus, den Auserwählten nur zu spielen. Nein, man muss eben ganz einfach der Auserwählte sein. Und wenn alles so läuft, wie das jetzt dann zu erwarten ist, dann sehen wir uns in einem Jahr hier voraussichtlich wieder und spielen ein paar Level Gauplett. Und ich bin Pirat.